Was Irlands Ministerpräsident da am Mittwoch in Dublin verkündete, kam unerwartet. Als ich im Juni 2017 Parteivorsitzender und Ministerpräsident der Republik Irland wurde, war mir klar, dass diese Führungsrolle auch darin besteht, zu wissen, wann es an der Zeit ist, den Staffelstab an jemand anderen weiterzugeben und dann den Mut zu haben, dies zu tun. Diese Zeit ist jetzt gekommen. Deshalb trete ich mit dem heutigen Tag als Vorsitzender der Fine Gael zurück und werde auch das Amt des Regierungschefs abgeben, sobald mein Nachfolger in der Lage ist, es zu übernehmen. Der 45-Jährige sagte, er trete sowohl aus persönlichen als auch aus politischen Gründen ab. Er selbst habe keine weiteren konkreten Pläne und ihm schwebe auch nichts vor. Mit Varadkar war 2017 erstmals ein offen homosexueller Politiker Ministerpräsident im streng katholisch geprägten Irland geworden. Zugleich war er der jüngste Politiker, der den Posten je übernahm. Gemäß einer Rotationsvereinbarung innerhalb der beiden größeren Parteien des Regierungsbündnisses kehrte er 2022 in das Amt zurück. Varadkars Rückzug von der Spitze der Drei-Parteien-Koalition löst nicht automatisch eine Neuwahl aus. Er habe darum gebeten, am 6. April einen neuen Chef der liberal-bürgerlichen Fine Gael zu ernennen, so der scheidende Politiker. Dadurch bleibe bis nach der Osterpause des Parlaments Zeit für die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Die nächste reguläre Parlamentswahl muss spätestens 2025 stattfinden.